I see no reason for answers to be couched in riddles. My answer is simply as your level of understanding makes possible. Energie. Hallo Leute und willkommen. Ja, es gibt auch Klemmbausteine, die nicht Lego heißen, sondern zum Beispiel wie hier von Megablocks kommen, denn Lego hat ja kein Patent mehr auf den allermeisten Steinen. Von daher können das auch andere bauen und Megablocks hat was ganz Besonderes, nämlich die Star Trek Lizenz und die können tolle Star Trek Sachen herstellen. Haben sie auch getan. Soweit ich weiß, tun sie es leider nicht mehr, aber man kann die Teile hier immer noch kaufen. Und hier habe ich ein Set. Ihr seht schon, Guardian of Forever. Das ist also eine Episode aus der Classic-Serie, wo es dieses Tor in die Vergangenheit gab, wo, glaube ich, Pille durchgerannt ist damals. Und das können wir hier zusammenbauen in einer schönen kleinen Schnapszahl, Teileanzahl von 111 Teilen. Da unten haben wir es stehen. Hier sehen wir auch schon eine der Megablocks Minifiguren. Und das hier ist also Dr. McCoy, Pille. Und ihr seht schon, die sehen ganz, ganz anders aus als die Lego-Minifiguren. Sehr viel detaillierter und lebensechter. Und ich bin gespannt, ich habe noch nie so eine in der Hand gehabt. Hier sehen wir auf der Rückseite, was dabei ist. Dieses eigentliche Tor der Wächter, Kirk, Pille und zwei Redshirts, die meistens draufgehen, wenn sie irgendwo hingebeamt werden. Also die Sicherheitskräfte. Ja, und hier sieht man auch schon weitere Sets, die es noch gibt. Hier der Maschinenraum, dann natürlich der Transporterraum. Der ist richtig cool, sieht ganz toll aus. Vielleicht hole ich mir den auch nochmal. Dann gibt es hier nochmal den klingonischen Battlecruiser und ja, es gibt noch die USS Enterprise. Ein super Set und das steht hier bei mir im Regal und das werde ich auch noch zusammenbauen. Aber ich würde sagen, wir starten mal klein und ich schaue mal, wie das hier überhaupt aufgeht. Ich hätte mir ja immer schon gewünscht, dass Lego auch Star Trek baut. Die machen ja ganz viel Star Wars, mal mehr, mal weniger gut. Manche richtig tollen Sachen sind da ja durchaus mit dabei, aber Star Trek mäßig läuft bei denen ja nichts. Und wird es wahrscheinlich auch nicht, denn die sind mit Star Wars, also ich würde mal sagen, ziemlich gut ausgelastet. Von daher bin ich froh, dass ich hier mal Megablocks, die übrigens, ich glaube von Mattel, ja genau, hier unten steht Mattel, Kanada, diese Klemmbausteinsparte sind, dass sie sich dann hier Star Trek mal angenommen haben, dass wir da auch was bauen können. Und na, wie kommt das denn hier raus? Ach so. Ha! Okay, da fällt alles rum. Da muss man ja hier alles an der Seite aufschneiden. So geht das, meine Güte. Also man kann es aber auch kompliziert gestalten. So, dann hier nochmal und dann kann man es aufklappen. Ja, habt ihr ja ganz einfach gemacht, ihr lieben Megablocks, Leute. Also Pille habe ich schon mal so rausbekommen. Wir klappen dann das Ganze auf. Dann haben wir hier einmal unsere, wow, eine richtig dicke, dicke Anleitung. Hoffentlich steige ich da durch. Und die paar Teilchen, ich sag mal 111 ist ja jetzt wirklich nicht viel. Und dann kann ich hier auch wieder zuklappen. So, werfen wir mal einen Blick drauf. Also wir haben hier zwei Tüten und keine Bauschrittnummerierung. Megablocks, also wie soll denn das gehen? Mann, Mann, Mann. Okay, also wir sehen hier schon so ein paar Platten, ein paar normale, sag ich mal, normal aussehende Lego-Steine, wie man sie kennt. Bisschen was Transparentes, ein paar 1x1 Rundfliesen, soweit so gut. Und ich reiß direkt mal hier die erste Tüte auf, denn da sind die weiteren Minifiguren drin. Auf die will ich doch direkt mal einen Blick werfen. Und wir können ja mal hier mit Pille anfangen. Komm mal raus. Und da haben wir ihn, Dr. McCoy, und schaut ihm mal ins Gesicht. Ja, die haben sich wirklich Mühe gegeben, das einigermaßen zu treffen, dass man die wirklich erkennen kann. Und ist gar nicht mal so übel geraten. Ne? Man muss natürlich die Größe hier bedenken. Schaut euch an, kleines, kleines Figürchen. Und man kann hier auch den Kopf drehen, der ist auf so einem Kugelgelenk, also in alle Richtungen, hoch, runter. Kann man es auch etwas machen. Dann natürlich hier die Arme. Auch das sind Kugelgelenke. Hoch, runter. Man kann sie verdrehen. Hier haben wir nochmal ein Gelenk hier am Handgelenk. Und dann nochmal hier der Ellbogen. Auch der kann gedreht und geklappt werden. So kann man also richtig schöne Posen einnehmen. Und die Beine, die kann man so ein bisschen nach außen bewegen. Und
nach vorne und hinten haben wir so ein normales Kniegelenk. Also schön schon mal von der Artikulation, da ist einiges drin. Und wir schauen mal weiter. Hier haben wir James T. Kirk und ja, doch, ich glaube, da haben sie wirklich das Gesicht ganz gut getroffen. Werf noch mal einen Blick hier auf den richtigen Kirk. Da steht er. Und ja, hier ist unser kleiner Kirk. Und wenn wir da mal ins Gesicht schauen, kann man wirklich sagen, da haben sie schon ganz gut das Ganze getroffen hier für die Größe. Da kann man den Kirk, also ja, William Shatner schon schön erkennen. Auch der Aufdruck hier mit dem Logo sieht ganz ordentlich schön aus. Sehr sauber gedruckt, wunderbar. Auch hier die goldenen Streifen an der Uniform. Also ich muss sagen, doch, der Druck und so, das ist alles sehr schön und sauber bei den beiden Figuren. Ja doch, gefällt mir wirklich gut. Und dann haben wir noch unsere beiden Opfer, Redshirt, Crewmitglieder hier, einmal dunkelhäutig, einmal hellhäutig. Und ja, ich würde sagen, ich baue das ganze Set jetzt mal zusammen. Mit dieser Anleitung, die sage und schreibe, ja, also die ist, es ist eine lange Broschüre, sagen wir mal so. Also viele Bauschritte werden wir da nicht haben. Hier hinten sieht man nochmal eine Teileliste, Zubehör, was dabei ist. Ah, hier kann man auch nochmal schön sehen, wie die Figuren zusammengesteckt sind, wie viele Teile das sind. Okay, also ich werde jetzt mal das Teil hier zusammenbauen und dann schauen wir uns das Ganze fertig gebaut nochmal kurz an. Und da ist das Set auch schon fertig. Der Zusammenbau hat gefühlte 15 Sekunden gedauert, geht also wirklich sehr schnell. Die Klemmkraft der Bausteine, die ist gut, die lassen sich wunderbar verarbeiten. Also die stehen in Lego, würde ich sagen, was die Klemmkraft angeht, in nichts nach. Das ging wirklich einwandfrei. Was mir hier noch aufgefallen ist, durchaus positiv, ist die Anleitung, denn hier kann man sehen, wie hier angezeigt wird, wo welcher Stein genau hin muss. Also durch diese farbigen Markierungen sieht man also genau, dass jetzt hier dieser große dunkle Stein hier überall da drauf auf die Pinne muss, die jetzt hier rot sind, der andere auf die gelbe, blauen, und so lässt sich das einfach schön bauen. Ist einfach, war jetzt hier bei dem Set natürlich keine schwere Sache, aber gerade bei größeren Sets, und da wird noch eins kommen, ist das hier eigentlich eine schöne Art, so eine Klemmbausteinanleitung zu machen. Ich nehme mal eben flott die Figuren zur Seite. Wir schauen uns hier den eigentlichen Wächter an, das Wächtertor. Ihr seht, der Hauptanteil der Steine ist grau, aber nicht einfach nur grau, sondern ja, da ist so eine Struktur drin. Und dadurch wirkt das durchaus etwas, als wäre das aus Stein. Wir haben auch hier diese transparenten oder etwas milchig transparenten Teile drin, die das Ganze dann so unterbrechen und etwas auflockern. Hier noch so ein paar hellere Akzente. Hier vorne der Steinhaufen, der auch sogar mit so kleinen Fliesen gemacht ist. Und hier auf dem Boden, das sind dann auch Steine, die das darstellt. Und die beiden Grundplatten, ja, die haben auch so eine schöne Struktur, die einfach einen sandigen Boden nachempfindet. Sieht schön aus, und da kann man auch sehen, wie hier Megablocks gebrandet hat. Die haben hier einfach zwischen die Noppen das Ganze gebrandet. Also zum Beispiel hier unten. Aber hier oben auf den größeren Steinen haben sie dann auf die Noppen dann ihr Megablocks Branding draufgepackt. Tja, und hier hinten sieht man nochmal Made in China. Und ja, soweit zu dem Teil. Sieht nett aus. Also wer ein Fan der älteren Serie ist, der wird auf jeden Fall wissen, was das hier ist, und es ist eine schöne Referenz auf die klassische Star Trek Serie. Schauen wir uns nochmal die Figuren im Detail an. Einmal hier Captain Kirk, und der hat auch ein Zubehör dabei, und zwar ein Communicator, also ein klassischer Kommunikator, leider komplett in Schwarz. Ein bisschen Farbe wäre dann noch toller gewesen, aber ich will gar nicht meckern, denn ich finde die Figuren hier ehrlich gesagt ziemlich nett. So, dann haben wir hier nochmal Pille, und der hat natürlich seinen Tricorder mit dabei. Kann man hier sehen. Ja, die Gussform, die ist wirklich schön geraten. Auch hier wäre ein bisschen Farbe noch das Tüpfelchen auf dem I gewesen, aber auch so ganz nett. Übrigens hier die Schlaufe, das ist ein kleines Gummiband, die muss man erst noch hier einmal rumfriemeln, bis das Teil dann dran sitzt. Aber dann sitzt es fest und man verliert es auch nicht mehr. So weit, so gut. Dr. Pille McCoy, wie gesagt, die Figuren wirklich schön gemacht. Gut gemacht, Megablocks. Ganz ehrlich, haben die mal nicht einfach abgekupfert bei Lego, sondern sich was Eigenes ausgedacht und das wirklich schön umgesetzt.
Hier haben wir unser Redshirt Nummer 1 Sicherheitsofficer und der hat natürlich hier einen Phaser dabei. Wobei mir hier sofort auffällt, Freunde, schaut es euch an, das hier ist doch nicht original der klassische Phaser aus der Serie, oder? Oder täusche ich mich? Habe ich die zu lange nicht gesehen? Sieht auf jeden Fall zumindest hier vorne dieser nubbelige Teil, ich weiß nicht, der sieht irgendwie ein bisschen komisch aus. Aber doch, man kann durchaus erkennen, dass es der Phaser ist, sogar hier mit dem Einstellrädchen. Aber ich würde sagen, nicht so ganz 100 Pro, vielleicht nur zu 95%. Auch hier ist der Druck sehr sauber. Hier das Star Trek Logo, wunderbar. Gesicht ist auch ordentlich bedruckt. Also da kann man nicht meckern. Redshirt Nummer 1 und natürlich dann unser zweiter Sicherheitsoffizier. Ja, auch der hat hier seinen Phaser in der Hand, einen sauberen Druck und ja, er sieht schon ein bisschen traurig aus. Ich glaube, er weiß, was ihm irgendwann bläut, denn ja, wenn es mal knallt, dann erwischt es hier die beiden oder die roten Kameraden. Ist ja so ein, hoppala, da fällt der zweite schon, ist ja so ein Dauer-Running-Gag geworden. Redshirt ist ja sogar so ein, ja, Begriff für Leute, die schnell sterben, zumindest in Filmen. So, und das wäre dieses Set, das Megablock-Set mit dem Wächter, 50 Jahre Star Trek, 111 Teile, lässt sich schnell zusammenbauen, nettes kleines Teil und ja, kann man sich durchaus als Display hinstellen, finde ich, kostet nicht viel Geld. Ich schaue mal, ob ich es auf Amazon finde, dann verlinke ich euch das Ganze hier unten in meiner Videobeschreibung. Und jetzt gibt es noch ein kleines Preview, denn es gibt noch ein großes Megablock-Set, das steht momentan noch hier oben, hier hinter dem Standfuß für den Millennium Falcon, und das ist die USS Enterprise und das wird ein richtig geiles Set, Freunde, ich sag's euch. 3098 Teile, auch hier haben wir einen Kirk dabei, aber auch einen Mr. Spock, die Gondeln leuchten und das Teil wird riesig groß werden, also da bin ich wirklich schon groß der Vorfreude, werdet ihr natürlich alles hier auf YouTube zu sehen bekommen. Und für heute wäre es das aber gewesen. Ich bedanke mich fürs Zusehen, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Schaltet wieder ein. Wir sehen uns.